So, willkommen zum wahrscheinlich letzten Teil. Ich habe mich für ein Papier entschieden. Und zwar mache ich dieses hier. Das ist Imagine von Graphics 45. Und ich habe mir halt ein Stempelkissen ausgesucht, was ungefähr zu der Farbe passt. Und das ist das hier. Ihr könnt natürlich auch in Braun inken oder was auch immer ihr machen möchtet. Ihr könnt es auch komplett lassen und das Ganze in Weiß machen, wenn ihr kein Nassklebeband habt, dann dementsprechend mit anderem dünnen Papier eventuell abkleben, was schon in der Farbe ist. Das geht genauso gut. Also man sieht, hier habe ich das alles so ein bisschen geinkt. Und weil das schön großflächig ist, habe ich keinen Blending-Tool genommen, sondern gleich das ganze Stempelkissen und habe das hier so drüber gezogen. Es ist auch eh eine Farbe, die ich nicht so oft verwende. Deswegen ist das nicht so schlimm. Das Kissen vielleicht etwas Schaden nimmt und gehe dann halt über jede Ecke so drüber und verwische das ein bisschen, dass das halt einen schönen Rand hat und nicht so simpel weiß rüberkommt. Oben mache ich einmal komplett. Und dann mache ich hier nochmal so. Ich habe auch bei der Box, zeige ich euch, Moment, also bei der Box hier, habe ich das, was innen ist, habe ich auch einfach nur bestempelt. Das reicht mir so, ich brauche da gar nicht mehr Deko. Und auch oben, da werde ich aber noch was draufkleben und auch von unten. Hier sieht man, da kam das Stempelkissen nicht mehr hin. Aber das ist völlig okay. Das muss jetzt noch ein bisschen trocknen. Habe ich eben erst gemacht und man sieht es. Schön Flecken innen drin. Ja, ich habe Hand gemacht. Da sind dann eben auch mal Flecken von mir drin. So ist das Ganze jetzt. Schön geinkt. Und jetzt werde ich mir mein Papier zuschneiden und auswählen und alles aufkleben. Das habe ich hier noch nicht aufgeklebt. Das ist der Buchrücken. Den klebe ich auf, wie gesagt, wenn die Füße dran sind. Und ja, dann würde ich sagen, dekoriere ich jetzt einmal fleißig. Und dann sehen wir uns für euch in ein paar Sekunden wieder, wenn ich alles beklebt habe. Man muss vielleicht ein bisschen auf die Richtung achten. Klar, hier wird es nach unten gehen. Das werde ich auch nur auf der einen Seite bekleben, also auf der Seite. Auf der Seite bleibt es so. Da habe ich halt nur einen kleinen weißen Rand. Vielleicht mache ich da auch noch ein bisschen mehr Stempelfarbe drauf. Schaue ich mal. Das bleibt so. Der Rest wird halt hier einmal komplett beklebt. Auch von innen werde ich das hier bekleben, damit das ein bisschen hübscher aussieht, wenn man es rausholt. Und ja, das wird eine Menge Schnippelarbeit werden. Freue ich mich schon drauf. Ich habe jetzt alles beklebt. Und das hat eine ordentliche Dauer gedauert. Ja, eine ordentliche Weile gedauert. So macht das ein richtiges Bild. Die Maße von den Boxen stehen übrigens alle in der Infobox. Und die Designpapiermaße bitte selber ausmessen. Da will ich mich nicht festlegen. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie ihr klebt. Ja, von vorne habe ich mich für so ein Gesamtbild entschieden. Das habe ich dann halt zurechtgeschnitten, dass das wieder, wenn man die Boxen richtig reinsetzt, wieder das Gesamtbild ergibt. Ich habe das einmal auf der Seite und einmal auf der Rückseite gemacht. Aber mir gefiel das andere irgendwie ein bisschen besser so als Vorlage oder als vorne Front. Das Bild habe ich dann auch hier auf die Box hinten drauf geklebt. Das ist das Innenleben. Da habe ich auch, wenn man alle Boxen raus hat, dass man nochmal so ein Gesamtbild hat. Die Seite ist noch nicht beklebt, da kommt ja nachher noch was drauf. Die Seite ist auch nicht beklebt, die bleibt ja in der Box drinne. Von unten und von oben habe ich auch nochmal ein bisschen was drauf gemacht. Hier an den Seiten ist auch noch was, auch von unten ist es beklebt. Aber die Hauptsache ist ja vorne. Das ist ja im Prinzip das, was man am meisten sieht. Innen habe ich die auch alle beklebt, also so verschieden, was halt an Resten da war, die habe ich benommen. Ja, ne? Wie man das halt so beklebt. Und hier fehlt noch was. Gut, dass ich noch mal alles durchgeguckt habe mit euch. Mache ich auch noch. Ich habe noch ein paar Reste. Geil gemacht. Ja. Mach ich nachher noch.
Das hier sieht von vorne erstmal so aus. Ich fand das Imagine halt sehr cool für den vorne Front. Aber man kann es halt auch drehen, dann hat man dann dieses Bild. Oder auf der Seite habe ich den riesen Weißluftballon genommen. Von innen habe ich nichts gemacht, wie gesagt, das sieht man auch nicht. Von unten halt auch wieder Reste draufgeklebt und von oben dieses Bild. Ja, also die Seite und die Seite waren aus einem großen Designpapier. Hier hinten habe ich noch, wie gesagt, die Reste verwendet. Das war, glaube ich, auch von dem hier. Und jetzt geht es erstmal daran, dass ich mir hier meine Buchdinger, nein, meine Boxstützen dran mache. Die fand ich so ganz gut. Und die müssen halt auch ordentlich antrocknen. Und wenn man richtig geklebt hat, die Box zusammengeklebt hat, dann hält das Ding hier nachher auch sehr gut. Ich bestreiche das hier einfach nur mit Heavy Body Gel, weil wenn das einmal trocken ist, dann hält es. So habe ich auch hier die Griffe befestigt, die sind jetzt fest. Ich habe auch hier noch Schrauben für, aber wenn ich Schrauben durchsetze, funktioniert das mit hinten nicht. Und ich habe überlegt, ob ich mir da noch Perlen reinsetze oder Nuvo Drops, aber irgendwie hat mir das alles nicht gefallen. Beziehungsweise die Perlen, die ich habe, haben mir dazu nicht gefallen. Und ja, dann bleibt das halt so. Finde ich auch nicht schlimm. So, jetzt drücke ich mir einfach nur mein Fuß hier rein. Und das mache ich auf der anderen Seite auch. Ordentlich bestreichen. Ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Aber ich finde, das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen das gewisse Etwas. Halt diese Kleinigkeiten. So. Und dann geht das nämlich an den Buchrücken. Da habe ich auch noch was Besonderes vor. Das soll nämlich ein Korsettrücken werden. So, das einmal zur Seite gestellt. Das brauchen wir auch nicht. Das passt hier alles perfekt rein. Lässt sich auch gut rausziehen. Das hier lasse ich mal draußen. Das muss ich noch von innen mitkleben. Oh, dachte ich, ich habe alles, ne? Und dann habe ich meinen Buchrücken. Genau, das ist einmal das hier. Das habe ich einmal plan gelassen. Das ist das, wo nachher die Box draufgeklebt wird. Man braucht nicht so viel Umrandung, aber das war nun mal über. Theoretisch. Und auf die andere Seite kommt dann das hier. Das ist das, was man von außen sieht. Und das soll noch ein bisschen verschönert werden. Ich wollte es ein bisschen schlicht halten, weil da noch ein bisschen Band oben drüber kommt. Und wir unten vielleicht irgendwie einen Spruch mal schauen. Und ich habe mir das schon mal angezeichnet. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut in der Kamera sieht. Ja, doch, geht. Also ich habe mir von oben 2 cm genommen und dann alle 3 cm einen Punkt gemacht und auf der anderen Seite auch. Und der Abstand hier sind 1,5 cm. Und das muss ich mir jetzt alles lochen. Wenn ihr keine Crocodile habt, dann könnt ihr auch einfach einen Locher nehmen. Und müsst dann gucken, wie ihr es locht. Geht genauso gut. Am besten bis zum Ende reinsetzen, dann habt ihr das gerade. Hier kann man halt schön mit diesem Pinöppel die Entfernung einstellen und dann kann man da runterdrücken und dann ist das immer gleich. Auch wenn man sich vorher irgendwo vermessen hat. Meine ganzen Löcher drin und habe mir schon mal hier ein Band rausgesucht. Man kann da jetzt noch einmal Verstärkungsringe drumherum setzen. Also diese aus Papier. Habe ich gerade irgendwo welche? Ja, natürlich habe ich welche. Und zwar sind das solche Dinger, die habe ich mir mit schwarzem Gesso angemalt. Die kann man hier gut drüber setzen. Oder man macht das mit Ösen. Ösen. Na, also entweder sowas, das ist ein bisschen einfacher. Da braucht man auch keine Crocodile drin. Oder halt man macht das mit Ösen. Ich finde halt Ösen ein bisschen schicker. Aber wie gesagt, das geht genauso gut. Das ist überhaupt kein Problem. Gibt es bei Teddy.
Im Notfall malt ihr euch das mit der Farbe an, also mit Weiß anmalen und dann mit der Farbe, die ihr benötigt, geht genauso gut. Und habt da eine kleine Lochverstärkung. Ich werde jetzt hier überall die Ösen einsetzen und dann geht das mit dem Band weiter. Meine Ösen sind jetzt fertig und jetzt kann ich anfangen mit dem Band einfädeln. Ich wusste nicht, wie viel Band ich brauche. Ich habe jetzt extra viel, damit ich dann nachher kein Problem mit habe. Ich habe jetzt mir hier ungefähr die Mitte genommen und werde das dann einfädeln. Geh da rein. Das muss auch nicht unbedingt Organza-Band sein. Das kann auch Band sein, was ihr möchtet. Ich mache das ungefähr mittig. Und danach der Seite rein. Und dann drehen, dass das hübsch gerade ist. Und dann geht es quasi weiter. Ich fädel jetzt erstmal das eine. Das hier wieder raus. Und hier. Rein. Eventuell schon mal ein bisschen die Richtung richtig drehen. So. Und dann fädel ich das hier wieder raus. Also immer so gezackt. Und dann nachher in die andere Richtung genau dasselbe Spiel. Teil 1 und das andere mache ich jetzt genauso. Von hinten sieht das jetzt so aus. Das wird jetzt alles noch gedoppelt. Nehme ich durch die andere Seite vom Band. Ich überlege gerade, ob ich mir das mal zusammenklebe. Dass alles ein bisschen einfacher ist. Ich mir einfach Klebeband. Man kann das, glaube ich, auch mit einer Nadel ganz gut. Jetzt müsste das sogar besser gehen. Das nehme ich hier so schön durchstocken. Dann halte ich mir das Band hier ein bisschen zur Seite und fädel das hier durch. Was kompletter Müll war, weil ich möchte das ja gekreuzt haben. Also hier rein. Genau. Einmal hier rein, dann wieder hier zurück und in das nächste Loch. So, mein Band ist jetzt soweit fertig eingefädelt. Ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen nachziehen. So. Das muss nachher auch gut beklebt werden. Es wird ein bisschen abstehen, dadurch, dass hinten viel Band dran ist. Aber das geht.
Und hier vorne mache ich einfach ein Schleifchen rein. So geht's. Ich werde das unten drunter auch noch festkleben. Und dann mache ich das erstmal. Moment, verklebt mein Kleber immer hier. So. Genau, dann kann ich das einmal festkleben und dann rutscht es da auch nicht mehr weg. Ich werde das gleich noch festklemmen. Wo ist denn hier meine große Klammer? Da. Genau. Einmal festklemmen, damit der Kleber hält. Dann werde ich mir das hier abschneiden. So. So. Und hier oben gefällt mir das noch nicht. Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch, weil ich kann auch einfach ein Band nehmen und das nochmal oben durchziehen und von der anderen Seite vielleicht festkleben, wenn ich es denn hier reinbekomme. Wo ist denn hier so ein... Das ist so ein Dotting-Tool, also wirklich die runde Spitze nehmen. So, sieht das schon besser aus. Also wenn man ein bisschen Band sparen will und nicht hinten so viel Heckmeck haben möchte, kann man auch einfach kurze Stücke nehmen und die so reinlegen und von der anderen Seite rankleben. Das würde auch funktionieren. Dann noch die andere Seite. Kann ich mir das hier einmal umdrehen und dann hier auch einmal festkleben. Das mache ich einfach nur fixiert mit doppelseitigem Klebeband. Damit das nicht wieder rausflutscht. Einmal so und einmal so fixiert. Und dann kann ich das Ganze nämlich auf meinen Buchrücken kleben. Hier so einmal drauf. Ich werde das jetzt auch einmal festkleben und dann mit Klammern fixieren, damit das ordentlich anziehen kann. Gut, dass ich immer einen Haufen Klammern dabei habe. So. Ich mache das am Rand einmal mit Klebeband. Oder mache ich das mit Flüssigkleber. Also ich werde einmal in der Mitte Klebeband reinziehen und das auch alles schön flach drücken. Und den Rest mache ich, glaube ich, mit Flüssigklebeband. Flüssigklebeband. Ja, kennt ihr schon das neue Flüssigklebeband? Ach, fein, fein, Maike. Jetzt hier außenrum ordentlich Kleber.
So, dann hoffe ich, dass das hält. Jetzt gucke ich noch mal, das ist so rum. Muss ich das aufkleben? Ordentlich festdrücken. Und dann halte ich mir das hier nämlich mit den Klammern fest. Notfall gehe ich dann nachher noch mal mit Kleber drüber und klebe es noch mal ordentlich fest, aber der zieht ganz gut an. Man kann es auch umdrehen und irgendwas Schweres drauflegen, um das Ganze zusammen zu pressen. Das würde auch funktionieren. Ich glaube, das mache ich jetzt auch noch. Löse ich meine Klammern wieder. Einmal ordentlich fest drücken an den Seiten. Das hält soweit auch. Aber das ist halt ganz schön, weil wenn man jetzt hier drauf drückt, ist das so ein bisschen puffy. Hier muss ich nochmal nachgeben. Soll ja auch halten. Hier oben auch nochmal. Gehe ich da mit der feinen Präzisionsnadel rein, damit es nicht zu viel geschmiere wird. Einmal hier. Wo war es noch? Hier war es noch nicht zufriedenstellend. Und das ist dann der feine Buchrücken. Und da kam mein Mann vorbeigepoltert und hat mich aus dem Konzept gebracht. Aber das war auch ganz gut so. So hatte ich noch mal ein paar Minuten Zeit zu überlegen. Und wir sehen uns beim nächsten Teil wieder.